Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Minikabin unter Tage. Keine Panik kriegen, ich bin hier schon durch, bin fix und fertig. Ich habe versucht, ein paar Materialien für uns zusammen zu kreieren. Also quasi die übliche Eisen, Kohle, Nitrat, Blei. Eisen ist kein Problem. Überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt oben 65.000 in der Mache. Ja, der Rest lässt auf sich warten. Nee, ich wollte gerade sagen. Nee, doch, nee, ist alt Eisen. Hier, alles Eisen. Ja, also da haben wir noch ein, zwei Sachen zu tun. Auf jeden Fall, unsere Base kriegen wir hin auf Eisen. Das sollte nicht das Problem sein. Aber sonst bin hier 1, 2, 3 Meter rein gegangen. Ja, vielleicht ein Stück, pass auf, hier 1, 2 Meter über uns. Kleinen Moment. Naja, gut, Klingpläuen werde ich jetzt nicht machen. Das habe ich gemacht. Und in dieser Richtung genau denselbe Testbogen. Weil, wie gesagt, ich habe gedacht, ich bohre die einfach quer unten durch den Boden. Das ist hier, genau. Das ist nämlich hier Bedrock. Und ich habe mir gedacht, naja, irgendwann wirst du hier auf Kies stoßen. Und wo Kies ist, ist es auch Material. Und man muss bloß rausfinden, was das für Material ist. Ah, hier ist Eisen. Naja, gut. Naja, gut. Kriegen wir wenigstens unsere Base auf Eisen aufgewertet. Ist ja... Also, ich bräuchte zwar noch ein bisschen Dreck, aber sonst... Boah, ne? Habe ich mir gedacht, kannst du schon ein bisschen vorgreifen. Aber naja, gut. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt... Ich glaube, jetzt bin ich hier oben, jetzt kann ich das auch deaktivieren. Hey, Droni! So, jetzt kannst du hoch wieder mitkommen. Ich sagte, ich wollte mit dir nicht ins Loch. Ich habe keine Lust mit dir. Nein, sie hätte mich da hätte bloß gestört. So wie gesagt. Wir bräuchten eigentlich noch ein paar Robotikteile. Vielleicht bietet ja Olle Bobbe welche an, aber der macht ja erst um 6 auf, der Penner. Ich habe keine Lust, so lange zu warten hier. Auf. Jetzt ist mein Plan. Wir werden da hier. Natürlich werden wir hier ein Käfigchen bauen. Mit mehreren Geschütztürme. Deswegen brauche ich nämlich auch mehr Munition. Wer hätte es gedacht? Und außerdem sind wir vor der Vögelgeschütz. Und wenn ich das nachladen muss, keine Gefahr. Nur mit der Landestation. Das ist noch nicht so richtig. Ich glaube, ich brauche keine. Lande ich hier vorne und dann sammle ich das Ding immer wieder ein. Aber ich hätte dann hier ein bisschen mehr Wohnfläche. Ein wenig. Ist ja noch nie, was hier hinkommt. Naja. Achso, und ich hatte hier eine kleine Wanderhorde. Es funktioniert. Also wir hatten ja letztens in zwei Zombies, aber mit einer Wanderhorde hat es auch funktioniert. Die sind hier in die hüpfelt, aber ich bin mir noch nie so sicher. Weil das sind ja sehr, sehr schmal. Und die werden ja schön aufgehalten. Aber hier so, die gehen immer hier runter und dann fallen sie erst hier hin. Also quasi wäre besser, wenn ich den hier rausnehme, den da. Denn hier ihn freilasse und dann müsste er hier vorne, aber das wäre ja dann schon totaler Blödsinn. Ich glaube, ich hätte von hier anfangen müssen und dann da würde Sinn an ihm. Ja, zu spät. Jetzt bleibt dazu. Bleibt alles so wie das. So, also, wir sind die ganze Zeit immer da. Jetzt ticken wir mal in diese Richtung. Ticken, was da ist. Mach ein Licht auf! Mensch! Auch das Material! Wächst doch hier nicht auf der Bäume! Oder? Naja, gut, also. Wir wissen ja nicht, was passiert. Wie gesagt, die Alte ist ja auch aggressiv. Wie wir es alle fertig haben, wa? Sprach er! Und muss nachladen. Auf der Seite müssten eigentlich nur eins wie Autos sein. Vielleicht finden wir ja da ein paar Parts drin. Das würde mir sehr, sehr gut patzen. Ja, mein Inventar ist leer. Wer hätte es gedacht? Beim Looten. Was für ein Frevel. Wie gesagt, ein bisschen Kupfer nebenbei sammeln. Ja, dann muss ich ihm halt in das hintere... Das hintere Loch. In die hintere Mine. So, besser. In die hintere Mine. Master, we are not alone. Ja, ja, du, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich höre ihn ja. Jetzt, Segen. ja, dann muss ich eben halt da bleiben holen erstmal. Ich was finde. Das finde ich gut, das kriegen wir hin.
Ich gebe so ja zu. Ich habe schon Pläne gemacht, ja, wegen unserer, also, was ich nie vorhab, Tunnel bis nach Hause bauen. Habe ich aber erstmal jetzt, wie gesagt, die Entfernung ist ja weit. War uns ja schon letztes Mal klar, aber ich habe die Entfernung doch um 1 Zentimeter unterschätzt. Ich habe mir das schon so markiert. Oh ja, bis hierhin sind 2,5 Kilometer. Ist ja nicht so schwer zu buddeln. Müsste man ja hinkriegen. Deswegen haben wir die in der Seitengasse hier im Tunnel drin. Und ich habe gebohrt und gebohrt und gebohrt für die zwei. Ich will ja nicht sagen, wie lange ich gebraucht habe. Also mindestens. Ja, so 5 Minuten. Also mindestens 5 Minuten. Und dann, wenn ich mir überlege, das sind. Ich war dann. Da hast du immer noch nichts gesehen, hier von die 2,5 Kilometer weggehen. Und wenn ich das dann hochrechne auf Stunden. Weil, wie gesagt, das ist ja bloß geradeaus. Dann müsste ich ja nochmal nach oben. Und das sind ja mehr als 2,5 Kilometer. Das wäre ja fast eine Wochenaufgabe. Hier schon drin, ne? Ich glaube nicht, Tim. Also mit die Knifte hier, Bauknifte und so, dann wird alles ja kein Problem, aber wie gesagt. Ich habe es bis jetzt nicht gebraucht. Ich werde es auch jetzt nicht brauchen. Hallo. Oh. Sehr, sehr nice. Nice. Nicer, dicer. Sonst? Ich höre schon wieder Sachen. Personen. Untote. Hallo? Mrs. Untote. Hui! Mann, wo kommst du denn her? Du bist aber schnell. Hätte mich ja fast erschrocken. Ich hab mich erschrocken. So. Das ist aber nett. Sie abschrauben und kann Kinder sich von hinten anschleichen. Das ist Genitech. Schön, schön. Gut. Na denn. Irgendwie scheinen wir denn doch schon hier gewesen zu sein. Und zwar beim letzten Mal. Gut. Vergessen wir dies nochmal. Hey, schöne Autos. Alter, kann man hier so. Ich möchte wenigstens so 1, 2, 3 Tage durch ihn schönes Wetter haben. Im Zerstörten. Ist das zu viele verlangt? Wahrscheinlich ja. Das ist ja mal. Ja, ja, ich weiß, Code. Na. Nee. Feuerzombie. Warum rennt denn der bei Regen? Pff, total unrealistisch. Naja, gut. Wer weiß. Phosphor oder so. Die sind total irre. So, das heißt, dann waren wir aber hier auch schon, ne? Job. Verdammt. Hallo, waren wir hier schon? Ja, waren wir schon. Boah, ey, Droni. Ey, ich lass dich nächstes Mal zu Hause. Du kleiner Stinkstift. Können wir dich doch an? Hallo, ich flieg um die Ecke. Bitte, pack die Knifte weg. Junge, Junge. Da taucht die auf wie Belzebub. Aus der Hölle. Und wahrscheinlich kommst du aus der Hölle. Höllenmaschine. Ja, das ist er. So, das Fähnchen im Wind. Guck mal, hier waren wir auch schon. Hier ein totes Tier. Ja, da ist offen, habe ich schon aufgepult. Wir sind von der Seite nämlich gekommen. Erschienen. Na, die Sicht ist aber auch prima, wa? Naja, gut, wenn denn jemand mal in der Nachbarschaft drin. Gegen was tolle Jen so hat. Nee, vielleicht hat der. Na gut, ich habe ja eh einen Goldklumpen mit bei. Der wird genau reichen für Jen. Ey, das war ein Joke. Gut, ich kann ja auch 1, 2 Sachen verkaufen. Also, wenn ich 1, 2 Sachen finde. Könnte ich 1, 2 Sachen verkaufen.
Und dann könnten wir uns einen zweiten Dumpfer hinstellen. So einen Klopfer. So einen Abklopfer. So. 9 Münzen zusätzlich. Müssen wir bloß noch den Rest anschreiben lassen. Wird sich voll drauf einlassen. War ich da drüben schon drinne? Nee, da ist... Jawohl, der hat nichts zu sagen. Nischt. Sehe schon wieder Bären überall. Weil nachts und zerstört und so. Normalerweise sollte sowas vorhanden sein. Leer. Hier waren wir schon. Nix, Gegner. Was ist denn hier los? Habe ich bestimmt für heute aufgehoben. Hallo? Ich war hier bestimmt schon, wa? Jetzt bin ich aber beschämt. Das hat sie bestimmt bloß hingelegt. Sie wollte Kartwelle abholen. Zerspäht! Und Jen macht auf. Jen, ich bin unterwegs. Jetzt bin ich unterwegs. Eieieiei. Komm schon an wie ein begossener Pudel. So. Ich glaube, bei Jen ist besseres Stuff in der Stadt. Ja, ich hätte mir jetzt meine Karre nehmen können, aber das wäre zu einfach. Man kann ja auch mal 2 Kilometer laufen. Luftlinie. Wir haben ja keine Probleme. Den Zeitdruck oder so. Alles gut. Ja, ja. Toll. Also die ganze Zeit... ich bräuchte eigentlich Autos hier technischerweise, aber... Was? Was willst du? Bin nicht zu Hause. Wer ist denn da oder da? Clever. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Bleib ganz ruhig, Junge. Was? Wo? Wie jetzt? Hä? Auti! Ist ja ganz schön windig hier. Es zieht ein Sturm auf. Würde ich jetzt sagen. Wie denn doof? Das ist doch so oder so markiert. Die Richtung. Wie weit ist das denn da lang? 100 Meter. Das ist ja fast gar nichts. Die ganze Zeit auf 2 Kilometer. Ich gehe deswegen halt. Ohne Worte. Oh, jetzt versuchen wir hinterher zu kommen. Geht mir schneller da ist. Er ist schon am Fluchen. Naja. Das ist Zombie-Multivetation. Oh, Junge, nee. Na ja, gut, Wetter stimmt ja. Ich lasse es. Schraub dich ab, Junge. Nee, das ist ein Hund. Da ist ein Hund mit bei. Der ist bloß Gassi gegangen. Da war hinter mir, was spuckt. Wer spuckt denn da? Kotzen auf der Straße verboten. Wusste er wohl noch nicht. Ganz schön viel unterwegs, so am frühen Morgen. Waren die etwa früh shoppen? Naja, ich weiß nicht.
Oh, gut. Dann heißt es jetzt erstmal mit 1-2 Lütchen zusammenbekommen und dann Sachen verkaufen. Und sollte nicht allzu schwer sein, wa? Oh, Sonne. Brutzel mich! Weggebrannt. Ach, ja. Geh mal aus dem Weg, Baum. Schöne Sonne sehen. Warten Sie mal kurz. Ich mach mal kurz hier ihn auf. Mann. Hab ich nichts aus zum Außerhand legen? Oh, jetzt. Nochmal. Schön. Muss das auch mal genießen können. Die. Da müsst ihr mal vorstellen, man würde so spielen. Ich habe jetzt schon keine Orientierung mehr. Sehr, sehr gut. Es wäre möglich. Kann ich so nachladen? Nö, nachladen geht ja so nicht. Schade. Das wäre ein ganz anderes Spiel. Realistischer. Weil man hat ja auch so keine Anzeige. Für Thumbnails wäre das cool. Apropos. Wurde gemacht. Boah, Alter. Ich habe bloß den Schatten gesehen. Du hast doch nicht alle Schatten. So, ich kann ja auch nicht looten. Nee, denn die fällt mir das doch nicht. Aber das wäre doch, naja doch, das wäre schon, irgendwie wäre das schon cool. Irgendwie würde ich das schon mögen. Von da hinten. Na gut, wie gesagt, wilde Zombies spüren ist ja aktiviert. Hier ist ja, wie gesagt, für eine gute Idee. Gucken Sie mal da, wem haben wir denn da? Ich wünschte, ich hätte meinen Sniper gehabt. Weil die doch so. Ein toter Hund ist ein guter Hund. Da hinter. Unter uns jetzt? Nee, da sind bloß Zombies. Jetzt mit dir rechnen, ich komme hier runter. Hey, du schummelst. Wie willst du nur rennen? Du hast bloß eh einen Fuß. Kannst vielleicht hüpfen, aber mehr auch nicht. Ich habe gedacht, hier ist jetzt der so ein Wolf drin. Aber nein, nein, nein. Das sollte nicht sein. Kann ich hier irgendwas sehen? Und ich mal aus dem Schatten raus. Sieht auch nichts. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Naja, gut. Kick mal danach. Kick mal danach nach. Yes. Ist mir. Logisch, wem denn sonst? Roni wartet. Aber dafür, dass wir das alles aufgelevelt haben, macht er trotzdem noch Hirnschildfälle Dietriche kaputt. Ich glaube, das funktioniert ja nicht mit dem Perk. Ich glaube, der ist nämlich für ein Popis. Das bringt hier gar nichts. So eine Scheiße, Mauch. Bloß jetzt gerade den Käfig gesehen. Ein Käfigfight möchte ich jetzt nicht haben. Obwohl, macht eigentlich gar keinen Unterschied. Aber da wird ein Hund sein. War nicht hier sonst auch immer eine Schlange? Diese Schlange. Entsorgt. Sie hat keine Fußschmerzen mehr.
Langsam habe ich hier keine Pickel. Doch, habe ich doch. Ja, ich merke mir. Toll, schön. Aber sonst war hier nichts, ne? Also hier vorne. Na gut. Mit paar essen wir mal. So, dann wischen wir hier nochmal schnell durch. Kann der neue gleich mal alles hier beziehen. Moment. Nase jucken. Weiter geht's. Alter. Hallo, ich hab doch schon gewechselt. Naja. Was habe ich erwartet? Alles. Ich habe erwartet alles. Mal noch hier. Jo, die braucht den eigentlich ja nicht. Ich hatte den Zwang gehabt, den abbauen zu müssen. Oh, na denn. Incoming enemies, prepare for conflict. Ach da. Jo, ich habe jetzt mit einem Rombo gedacht, in Lecke oder so. Augenhöhe, haha. Oh. Die ist tot. Also, ganz schön eng. Was die da wohl gemacht haben. Stimmt, kein Karten gespielt. Sind gestorben. Mhm. Nun gut. Eine Tür weg. Hat keiner mitbekommen. Ach so, auf der Seite, war? Nee, doch nicht. Moment mal. Hä, da? War das doch nix? Ach, das ist draußen. Boah, Nase, Mund. Was soll denn das da? Ich war hier nicht so ein Zeckmeck. Kennt ihr das von Rummelplatz hier diese Maulwürfe kloppen? Selbe Prinzip. Nur die Trefferquote ist höher. Oh, ach nee. Ich mag diesen Scheiß nicht mehr machen. Hm. Naja, Munition sparen. Alles klar. Bin ich getroll. Tut mir leid, ich habe jetzt gerade so im Kopf überlegt gehabt, wenn ich jetzt zu Hause da denn oben so weit alt aufgebaut habe, dann könnte ich mir ja einen Garten oben hinstellen. So eins wie 3 Meter hoch, breit, tief, weg, von, zu. Sie hat immer noch die geile Bassstimme. Keine Ahnung, die muss stark Raucherin sein. Ja, versuche mal nochmal. So, ich öffne das Ding schon mal. Weil Zombies kommen, dass sie das ein bisschen einfacher haben. Ich habe nämlich keinen Bock mehr zu warten. Die Kleine abhaben. Na gut. Wie gesagt, vielleicht kriegt ja eh zwei Geld dafür. Naja, gut, die Boots könnten das rausreißen. Also, das ist der geile Scheiß. Ich hab da jetzt da aufgemacht. Ich verwirre die und haue hier ab. Damit werden sie nicht klarkommen. Naja, gut, so teuer sind die Parts ja nicht, ne? Also, müsste eigentlich machbar sein. Also, voraus jetzt, die hat sie da. Aber erstmal gucke ich hier halt nach, nicht dass er hier draußen was weggeschmissen hat und ich kauf die.
Nee, nee. Das wäre nämlich scheiße. Aber richtig, 6-mal mindestens. Gut, also hier ist schon mal nichts. Das bringt mir ja nichts. Noch nicht mal, wenn man das zu Hause hinstellen sollte. Aber warum sollte man sowas tun? Das wäre ja dumm. Antibiotika. Kann mir noch an Zeiten erinnern, wo so ein Zeug sehr, sehr wichtig war. Was war mal Zeit? Jetzt? Wann habe ich mir das letzte Mal Antibiotika... Habe ich mir überhaupt schon mal Antibiotika hergestellt? Ich glaube, nein. Ja. Können Sie mich abholen? Ich habe hier fast fertig. So, ich bin ja alleine. If you were here to buy, ja, ja, warte mal, warte mal, warte mal. Er hat sich nichts geändert. Nee, so lange Arme habe ich nicht. Hab ich noch nie gemacht? Scheint blind zu sein, Madame. So. Na denn. Ich hätte eins. Zu spät, ich hab's mitbekommen. Bin ein Schnellverkäufer. Ich kann nicht raufgucken. Bitte bloß loswerden. Was haben wir denn jetzt schon an Geld? War denn schon liquider? Die uns beschissen, wo ist mein Geld? Wo ist mein... Ach da, 4000. Wo ist denn mein Cash? Finde ich behalten, das brauche ich. Das brauche ich. Kriegen dafür 50. Aber das verkaufe ich nicht. Weil das gehört dazu eine Mod und das wäre ja. Naja, gut. Ich tausche lieber es in Munition um. Egal. So. Achso, ist bloß eine blaue AK. Eine grüne AK, sorry. Ich habe mehr rein interpretiert, als es ist. Aber oh jo. Ich habe falsche Boni gegessen. Die waren schon ein bisschen rüchig. An. So, aber sonst? Nee, hier ist nichts. Ein bisschen Munition. Ja, das könnte ich mir jetzt kaufen. Nee, das brauche ich alles nicht. Hier vielleicht noch was? Nee. Automatische. Nee, da baue ich nie was. Die Hand war ja nicht begabt. Ich kann das auch alleine bauen. Aber sonst? Nee. Hat sie nicht. Hat sie leider nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Schon eine Enttäuschung. Ich habe gedacht, die wird es jetzt rausreißen. Die wird es jetzt haben, aber. Diese Enttäuschung. Habe ich mir mehr erhofft. Jetzt die Dietriche. Hab ich jetzt schon wieder umsortiert. Da sind sie. Muss die hier unten drin haben. Wegen Schnellsortierung und so. Na gut, dann geht's hier weiter. War denn, würde ich mal sagen, jene Mene Mu. Dumme alte Kuh. Raus bist du. Da. Geh mal darin. Geh mal mit euch hier rein. Es könnte. Vielleicht unser Glückstag sein. Guck mal, ob hier hinten irgendwas offen ist. Müsste eigentlich sein. Was? Wo? Was? Er hat angefangen. Heraus aus dem Funkverkehr. Was? So, von drinnen. Und von draußen. Also von überall. Oh mein Gott. Munition kosten. Jetzt kommen die von da hinten hin. Ja, ich glaub. Ich glaub, das wird Zeit zum Verschwinden, Droni. Oder was sagst du? Aber erstmal das Auto nehmen wir mit.
Kann ich hier rinspringen? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier rinspringen? Nee, kann ich nicht. Kann ich... Oh, ach so, ja, von unten. Ja, welche Seite habe ich nachgeguckt? Wir sind hier richtig. Hey, hey, hey! Nicht kaputt machen. Dafür bin ich zuständig. Gehen Sie mir aus dem Weg, Drohne. Muss Sachen tun. Ich hab so das Gefühl, die werden gleich hier unten auftauchen. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht das, was ich jetzt unbedingt brauche. Aber wenn es schon mal da ist, dann würde ich mal sagen, wir nehmen das auch mit. Mitnehmenderweise. Ja, ja, das sagst du immer. Und dann dauert es noch eine Stunde. Aber diesmal nicht. Diesmal hast du recht. Achso, das war eigentlich bloß immer eine Vorwarnung, wenn ich hier Munition drin habe. Ja, ich verstehe. Ich glaube, da ist gerade eine Tür zu hoch gegangen. Komm, renn, 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 renn für dein Essen. Los, komm, mach Sport. Komm, 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 komm. Ha! Rein hier nicht. Zum Glück war die falsche Seite. Gut, hätte ruhig kaputt gehen können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Was sagt denn jetzt mein Platz? Da platzt mir doch der Kragen. Ja, gut. Okay, was haben wir hier? Shoes. Dennoch die Billion. Der Knochen. Hart. Die Sohle. Weg damit. Gut. Schon lange weggeschmissen. Aber. Wo ist das nun mal? Moment mal, was ist da? Das nennt man Korbkabin. Da kann man Sachen reintun. Kohle? Alter, ich habe jetzt schon mehr Kohle gefunden als beim Bohren. Ist schon ein bisschen deprimierend. Um anders zu sagen, ist Kacke hoch 6. Gut, jetzt brauche ich nicht mehr nachgucken. An der Horde? Oh ja. Oh nein? Vielleicht? Kommen sie alle einzeln oder was? Die diskutieren jetzt draußen hierin. Nee, ich bin doch nicht wahnsinnig, hier du drin. Nee, du. Du bist die Kleinste, geh rein. Nee, du musst zur Tür rennen. Ja, komm. Jetzt, wo ich nachlade, pass auf. Ah ja. Hallo. Ich glaube, sie hat schon geschrien. Ich lese bloß noch nicht. Lass mich mal durch. Asmo. Hallo. Gut. Sie ist weg. Er ist auch weg. Er ist weg. Sie kommt. Ist das hier ein Komm und Gehen? Ich sage euch. Es fängt schon wieder an. Er kriegt das Husten. Entschuldigung, ich habe eigentlich den Knopf gedrückt, aber wenn ich nach vorne drücke und reagiert er nicht. Und wahrscheinlich habe ich das gekürzt, schon rausgemacht, aber wahrscheinlich auch nicht. Das tut mir leid. Du kotzt niemals jemanden wieder an, der eine Kniff in der Hand hat. Ob ich jetzt rennen kann, will er? Geh jetzt wieder rein. Hast du gehört? Ich geh wieder rein, du alte Plumpskuh. So. Unten sind geklärt. Incoming enemies, prepare for conflict. Wollte sagen nein und habe geschossen. Bis hierhin und nicht weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, das war hier, hier, hier. Ja, das war schon. Das war die Code-Sache. Hier können wir weiter coden. Ab. Coden. Ja, gut. Ja. Droni, pass weiter auf. War die falsche Seite. Verdammt nochmal.
Verdammt nochmal, ich hab ja nie drauf geachtet. Jetzt auch nichts. Da draußen auf jeden Fall nicht. Hier unten, nein. Ist doch gut, ich hab's da doch schon. Moment mal. Ach nee, da ist er runtergeprozelt, wa? Nee, hier ist keine Heizung. Nee. Wirklich nicht. Und hier ist ja bloß Müll drin. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Ob die schon wieder da? Er sieht da runter, den ist da blau. Nee, er sieht da hoch, den ist da blau runter. Ey, da ist noch mehr Müll. Ich glaube, mein Inventar wird das Haus nicht überleben. Er aber auch nicht. Der ist schon tot. Aha, Überraschung. Will er dasselbe Spiel oder was? Muss einfach, ich weiß, wie ich das mache. Muss einfach schneller looten. Und schneller schrauben. Wäre das kein Problem, wenn der Akkuschrauber auch einen Akku hätte. Aber hat er ja nicht. Ja, bloß ein Imitat. Ist ja fake. Oh, nicht kaputt machen? Ja, jetzt ist der oder ist der nicht? Er bewegt sich. Wer sich bewegt, wird erschossen. Toni, zu spät. Ich hab's dir gesagt. Boah. Versuch es mal nochmal. Wir werden hier nicht hinkommen, oder? Ja, gut. Will jetzt nicht runter. Es sind zwei, drei. Man kann es auch übertreiben, ne? Ich habe so das Gefühl, wir werden gleich wieder bis in den Hals in Leichen stehen. Incoming enemies, prepare for conflict. Ja, ich wollte mich gerade hier einschließen. Ohne Tür ist schwierig. Haha. Witzig. Immer hierin. Nicht darin. Entmutig den. Nicht weiter. Mach die Tür auf. Mach die zu. Und versteck mich. Scheiße, schon wieder verkehrt gemacht. Hey, hier geht's weiter. Ach, aber ich will den Loot trotzdem haben. So. Meinte schauen. Ah. Ein Bleistift. Das gute Brotbackbuch. Hallo, Sie. Gehen Sie runter zu Ihren Kumpels. Können Sie sich einreihen. Wir werden alle sterben. Oh doch, da ist eine Heizung. Das ist nicht nichts. Ist schon ein bisschen was. Zwei Heizungen. So. Heizkörper. Hallo, 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 hallo. Ist da oben was? Ja, eine Tasche. Ich hab sie gesehen. Kann ich da mal kurz kaputt machen? Muss mal was gucken. Ich glaube, ich komme gleich in Schwierigkeiten. Nicht wegen den Zombies, sondern wegen meinem Loot. Geh mal ein Stück zurück. Ihr seht mich ganz schön grün aus. Das kann nicht gesund sein. Psst, Droni. Pass auf, wo du hinlaufen tust. Du hast ja keine Biene. Hihi. So, jetzt können Sie mal kicken, wie Sie Ihre Heizung regulieren. Ah. So, nicht mit mir. Jetzt habe ich es denen aber heimgezahlt. Da vielleicht irgendwelche Parts, die ich brauche. Ah, der passt mir aber ja nicht. Gut, und Moment mal, was waren die da jetzt? Ach nee, das waren die falschen Parts, war. Gut, dass ich bei meinem Rucksack total den Durchblick habe. Scheiß drauf.
Wir werden sehen, wenn wir. Ja, gut, es geht keine Robotik-Parts, waren ja nicht mehr bei. So, jetzt kippe ich mir erstmal 7 Kürbisse hinter. Also, kriege ich mir jetzt hinter. Wo die Steine könnte ich eigentlich loswerden. Ja, siehst du. Na gut, dann würde ich mal sagen, das war ja jetzt. Moment mal. Ohne diesen Loot geht der Kabi nicht aus Haus. Oh. Das sind 10 Dollar, sind das da? Hallo? Das ist ein Ding aus der alten Welt. Incoming enemies, prepare for conflict. Da werde ich dran mein Gesicht reiben. So. Gut, ich bete jetzt erstmal eine Runde die Sonne an. Aha. Da bloß nicht ausrutschen. Und schon ja keine Grätsche machen. Ja, suboptimal. Gut, Leute, ich würde so sagen, ich mache mal ein kleines Päuschen. Wir werden morgen weiter gucken, ob wir dann noch ein, zwei Parts kriegen. Das muss ich erstmal ein paar Sachen wieder verkaufen, wa? Ach, schwierig. Oder ich packe das da in der Kiste drin und hole mir das Spiel ab. Genau so werden wir es machen. Also, bis denn, ich bin raus. Tschüss.